Hallo und herzlich willkommen bei 5 Rules 5 Hacks. In diesem Video lernt ihr die 5 coolsten, außergewöhnlichsten und gemütlichsten Nebenjobs kennen. Viel Spaß dabei! Nebenjobs gibt's wie Sand am Meer. Viele davon sind langweilig, extrem hart oder sehr schlecht bezahlt. Dass es auch anders geht und es möglich ist, mit zum Teil simplen, zum Teil lustigen und interessanten Nebenjobs Geld zu verdienen, zeige ich euch in diesem Video über die 5 coolsten Offline-Nebenjobs. Nebenjob Nummer 1. Mystery Shopper und Mystery Caller. Hinter diesen tatsächlich sehr mysteriösen Namen verbergen sich die Tätigkeiten eines Testkäufers bzw. Testers von Service-Telefon-Hotlines. Als Testkäufer besteht eure Aufgabe im Regelfall daraus, in ein Geschäft zu gehen und euch dort bezüglich eines bestimmten Produkts zu erkundigen und beraten zu lassen und gegebenenfalls das Produkt am Ende zu kaufen. Danach wird ein Fragebogen zur Servicequalität ausgefüllt und an das testende Unternehmen übermittelt. Dafür bekommt ihr dann einen vorher festgelegten fixen Betrag, der je Auftrag zwischen 10 und 50 Euro liegt, gegebenenfalls ergänzt um eure Auslagen. Als Testanrufer dagegen braucht ihr eure Wohnung nicht einmal zu verlassen. Hier müsst ihr lediglich bei einer Service-Hotline eines Unternehmens anrufen und mit einer bestimmten Aufgabenstellung testen, wie sich die Herren und Damen im Callcenter bezüglich Freundlichkeit und Kompetenz so schlagen. Auch hier wird dann abschließend zu Berichtszwecken ein Fragebogen erfasst. Sowohl als Mystery Shopper bzw. Testkäufer als auch als Mystery Caller bzw. Testanrufer müsst ihr euch zuvor auf einem entsprechenden Portal registrieren. Dort habt ihr dann die Möglichkeit, verschiedene Aufträge anzunehmen. Habt ihr das getan, erhaltet ihr eine exakte Beschreibung, was ihr tun, kaufen oder fragen müsst und wie ihr dabei vorgehen sollt. Die einzige Voraussetzung, die ihr bei solchen Jobs mitbringen solltet, ist eine gewisse Kontaktfreudigkeit, denn sonst habt vermutlich weder ihr noch euer Auftraggeber etwas von der ganzen Sache. Nebenjob Nummer 2. Partizipant für Marktforschungszwecke. Das ist mein absoluter Favorit unter diesen 5 Möglichkeiten. Während meines Bachelors wurde ich immer wieder eingeladen, um in kleinen Runden in den Räumlichkeiten eines Marktforschungsinstituts über meinen Eindruck von Produktneuheiten zu reden. Folgendermaßen sieht das Ganze in der Praxis aus. Eine Firma möchte wissen, ob ihr neues Produktdesign den Kunden auch anspricht. Also gibt sie einem Marktforschungsinstitut den Auftrag, Personen ihre Produktzielgruppe ausfindig zu machen und zu einem bestimmten Termin in den Räumlichkeiten der Marktforscher zusammenzubringen. Ein oder mehrere Vertreter der Firma sind dann ebenfalls anwesend. Mit denen sprecht ihr dann in einer Runde von in der Regel 5 bis 10 Personen über ihr Produkt. Meist gibt es dazu gratis Getränke und Brötchen oder ähnliches. Eure Vergütung liegt dabei für Termine von durchschnittlich 2 Stunden zwischen 15 und 50 Euro. Manchmal sehen Aufträge auch etwas anders aus. Beispielsweise hatte ich einmal die Aufgabe, über einen Zeitraum von 5 Tagen jeden Tag einen bestimmten Auftrag in einem Star Wars Forum auszuführen. Der Zeitaufwand hierfür, insgesamt verteilt über die 5 Tage, lag bei etwas mehr als einer Stunde. Vergütet wurden 80 Euro. Solche Aufträge sind aber leider eher selten. In jedem Fall aber eine lohnenswerte Geschichte. Und besonders für Schüler, Studenten, Hausfrauen oder in sonstiger Form zeitlich flexible Menschen geeignet. Um an solche Jobs zu kommen, schaut ihr am besten, welche Marktforschungsinstitute es bei euch in der Umgebung gibt und kontaktiert diese telefonisch oder per E-Mail, damit ihr in deren Kartei aufgenommen werdet. Fallt ihr bei einer Kundenanfrage in die Zielgruppe, werdet ihr kontaktiert und bekommt ein entsprechendes Angebot. Nebenjob Nummer 3. Komparse bzw. Statist. Noch etwas ungewöhnlicher wird's mit Komparserie und Statistenjobs. Im Regelfall bekommt ihr dabei an einem Filmset den Job von Passanten, Restaurantgästen oder ähnlichem, die aber nicht tatsächlich am Filmgeschehen teilnehmen, sondern sich lediglich im Hintergrund aufhalten. Dadurch sollen die Filmszenen lebendiger wirken. Meist gibt es für solche Tätigkeiten Tagessätze zwischen 30 und 80 Euro, sowie häufig gratis Verpflegung. Das Wort Tätigkeit ist hier aber vielleicht nicht ganz treffend, denn im Regelfall dürftet ihr wohl mehr Zeit mit Rumsitzen verbringen als mit sonst irgendetwas. Zumindest wenn es Statistenrollen am Filmset sind. Auch unter Komparserie fallen nämlich kleine eigene Schauspieljobs, zum Beispiel in Dokus oder manchmal auch Fotojobs. Aufgrund der Tatsache, dass diese Jobs dann auch wieder mit etwas mehr Arbeit verbunden sind, werden sie auch entsprechend besser vergütet. Möglichkeiten, um solche Komparsenjobs zu finden, gibt es entweder auf stagepool.de, komparsengesucht.de oder komparse.de. Manche Städte besitzen auch ein Komparsenverzeichnis, in das man sich eintragen kann.
Meldet dann eine Produktionsfirma den Bedarf von Komparsen für Dreharbeiten an, werdet ihr gegebenenfalls kontaktiert. Wobei bei dieser Möglichkeit die Frequenz, in der ihr solche Jobs bekommt, natürlich ziemlich dem Zufall überlassen ist. Job Nummer 5. Promoter. Jeder von uns kennt die Flyer-Verteiler, Spendensammler für Non-Profit-Organisationen und vor allem auch diejenigen Menschen, die als Weihnachtsmann, Osterhase oder Maskottchen verkleidet in der Innenstadt unterwegs sind. Der Großteil all dieser Personen sind nicht etwa Mitarbeiter großer Firmen, die mal eben für einige Zeit diesen speziellen Dienst übernehmen, sondern es handelt sich hierbei um extra für diese Tätigkeit eingestellte Promoter. Besonders der Job des Verkleideten, der ein bisschen vor dem Supermarkt rumhampelt, ist natürlich alles andere als anspruchsvoll. Für die geistige Verstumpfung erhaltet ihr dafür einen Schadensersatz von bis zu 15 Euro pro Stunde. Deutlich mehr Geschick braucht ihr dabei, wenn ihr sozusagen als Außendienstler von NGOs versucht, Mitglieder zu werben, die dann Jahresbeiträge an die sozialen Einrichtungen bezahlen. Wenn ihr das erfolgreich tut, erhaltet ihr neben einem Fixgehalt für die Anstellungsdauer noch saftige Provisionen für eure Abschlüsse. Promotion-Jobs sind häufig unter ganz normalen Stellenangeboten auf Jobbörsen wie monster.de zu finden. Zusätzlich gibt es Seiten speziell für diese Art von Arbeit. Beispiele hierfür sind promotionbasis.de und jacktiger.de. Neben Job Nummer 5, Chauffeur. Chauffeur zu sein klingt an sich unspektakulär, aber besonders für Leute, die wirklich gerne Auto fahren, ist das ein toller Nebenjob. Eure Aufgabe besteht im Grunde genommen daraus, eure Fahrgäste, bei denen es sich meist um wohlhabende Menschen wie Promis oder Manager handelt, freundlich zu begrüßen, an ihr Ziel zu bringen und zu verabschieden. Dann fahrt ihr zum nächsten Auftragsort oder wartet, bis euer Fahrgast zurückkommt. Stundenlöhne zwischen 10 und 15 Euro sind durchaus realistisch. Einziger Wermutstropfen ist aus meiner Sicht, dass zur Ausübung dieser Tätigkeit ein Personenbeförderungsschein nötig ist, der abhängig von Region und Alter zwischen 110 und 250 Euro kosten kann. Andererseits benötigt ihr diesen nur ein einziges Mal und könnt euch dadurch mit dem Chauffeur auf einen Job bewerben, für den sich eben durch diese Beschränkung viele andere nicht bewerben können, und habt zu guter Letzt eine Zusatzqualifikation, die für einen Arbeitgeber nach Schule oder Studium durchaus einen Pluspunkt darstellen kann. Der Schein ist im Übrigen nicht wie ein Führerschein zu verstehen. Es handelt sich dabei nur um Beantragung, augenärztliche Untersuchung sowie dem Einreichen einiger Dokumente. Die 5 coolsten und außergewöhnlichsten Nebenjobs für mich sind also Mystery Shopper und Mystery Caller, Teilnehmer zu Marktforschungszwecken, Komparse bzw. Statist, Promoter und Chauffeur.